Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch, das erste im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ja, ganz ruhig, so genau wie ich. Und ja, ich möchte euch jetzt meinen Müll noch vom Dezember präsentieren. Es ist jede Menge. Die Tüte ist wieder mal voll und ich möchte sie ja, loswerden den ganzen Müll und deswegen wird es mal wieder Zeit. Also ich fange an und zwar, das habe ich mir erst vor kurzem gekauft, aber habe es auch schon benutzt und alle gemacht. Und zwar ist es die Repair Spülung von Dove Pflegegeheimnisse. Sieht so aus, sind 200 Milliliter drinne. Das Shampoo ist natürlich noch nicht leer. Mir geht die Spülung immer eher leer wie die Shampoos. Ich muss sagen, ich fand es sehr gut. Das normale Shampoo und Spülung, 2 in 1, benutze ich ja auch. Das ist das blaue. Und ich habe gedacht, naja, jetzt nimmst du mal das und probierst. Und ja, wie gesagt, ich fand es ganz gut und wird bei Gelegenheit nachgekauft, aber ich habe noch jede Menge Shampoos, deswegen erst noch nicht. Dann greife ich hier raus, ist alle gegangen von Schwarzkopf, Gatsby. Ja, was ist das? Genau. Schmusekatze. Deswegen, Leute, ich muss erst wieder reinkommen, ja. Antiflusslotion und 200 Milliliter drin. Ja, was soll ich sagen? Fand ich sehr gut. Eigentlich mir so schnell wie möglich nachkaufen. Ja, hat mir wie gesagt sehr gut gefallen. Ist von mir eine Kaufempfehlung. Ja, da habe ich hier mal reingeschmissen von Breath Power Effect WC Kraft Gel. Sieht so aus. Ist ein ganzer Liter. Ja, fand ich ganz okay. Aber jetzt habe ich ein anderes. Das finde ich noch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ich fand es sehr gut. Da habe ich ein Duschgel leer gemacht. Das habe ich mir mal im Dreierpack gekauft. Da habe ich das erste jetzt leer. Das erste von dreien. Das ist das Fahrjoghurt Aloe Vera. So 250 Milliliter drin. Wie gesagt, bei Duschgel, da teste ich mich immer durch. Aber ich stelle mich jetzt um. Und zwar auf Sensitive Duschsachen, Haarsachen. Aber da werdet ihr noch ein extra Video sehen. Werde ich ein extra Video machen. Ich werde mir zwar auch noch solche Duschgele, die nach was riechen, kaufen, aber wie gesagt, ich will mich jetzt großartig umstellen, da ich merke, ich kriege langsam eine empfindliche Haut und deswegen, ja, fand ich auch trotzdem gut. Hab noch 2 Stück davon und ja. Also ich greife erstmal nach dem großen, genau. Dann habe ich hier von Litamin, Wellness und Care. Abendsymphonie, Aroma, Schaumbad, Lavendel und Vanille. Das schaut so aus. Ja, fand ich sehr gut. Und ja, ich habe jetzt auch noch so viele Badesachen. Ich habe heute noch ein anderes von Litamin gekauft. Das will ich jetzt auch erstmal testen. Ich mache euch auch noch ein Haul von den Sachen, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Es ist ja sehr viel. Aber also ich mache ein Haul mit normalen Pflegesachen und ein mit die Sensitive und so Pflegesachen. Ja, damit ihr seht, wie die Umstellung stattfinden soll. Ja, wie gesagt, sind 750 Milliliter drin. Ja, fand ich sehr gut und ja, mal schauen, wo ich so ein bisschen wieder nachkaufe. Also ich habe nicht mal so viel gesammelt. Ich habe schon lange ja kein Video mehr gemacht. Da habe ich von Nivea, ja, die sortiere ich aus. Und zwar von Nivea die Sensitive Nachtpflege für sensible Haut. Ja, eingezogen ist er eigentlich sehr gut. Nur der Geruch, der hat mir gar nicht gefallen. Das ist nicht der typische Nivea-Duft, den man sonst immer hat. Mit 50 Milliliter drin, also kriegt für mich keine Kaufempfehlung. Dann habe ich hier eine Handcreme von Isana Med. Sieht so aus.
pH-neutral mit Nachtkerzenöl, intensiv Feuchtigkeitspflege, trocken und rissige Haut. Fand ich sehr, sehr gut, zieht schnell ein. Hatte so einen pudrigen Duft. Ja, will ich mir auch wieder nachkaufen. Dann muss ich leider entsorgen von Douglas Hands Everyday Hand Lotion. Da habe ich leider an den Händen drauf reagiert. Ich habe gedacht, warum kriege ich auf einmal rote Hände? Und ja, ich probiere es ja weiter, nicht weiter aus. Muss ich leider entsorgen. Dann habe ich hier noch ein Putzmittel, was ihr eigentlich aus meinem Aufgebrauchvideo schon kennen müsstet von Jahr. Die Scheuermilch mit Zitronenfrische, 750 Milliliter. Die kaufen wir immer, haben wir auch schon leer gemacht. Dann, ja, mein absolutes Lieblingsdeo ist leer geworden von Garnier Minerals. Es war 48 Stunden. Ja, ultra dry. Genau. Und er hat mir irgendwann eine Arbeitskollegin von mir mal aufgesprüht und seitdem benutze ich das nur noch, weil es hat einen tollen Duft und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich habe auch noch, habe ich jetzt auch noch andere, auch mit Sensitive umgestellt schon. Auf Arbeit habe ich noch eins von Rexona. Und ja, ich habe da auch noch mehrere von. Wird immer eine Empfehlung sein. Dann habe ich hier noch ein Deo leer gemacht. Bombaleo Balea Deo Spray Pink Flame. Hier schaut es so aus. Ja, daran habe ich ewig gebraucht und ist nicht so mein Ding, aber ich habe es leer gemacht. War okay, aber kein Nachkochprodukt. Dann habe ich leer gemacht wieder meine Hygieneseife. Milde Hygiene aktiv. Für trockene Haut mit Grapefruit und Minzextrakt. Habe ich eigentlich immer und ja, demnächst wird auch schon wieder eine alle. Dann habe ich leer gemacht eines meiner Lieblingsduschgele, Pflegedusche Care and Honey von Nivea. Sieht so aus. Sind 250 Milliliter drin. Riecht sehr, sehr gut nach Honig und ja, intensiv nach Honig. Und ja, das würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann, was ich mir auch wieder nachkaufen würde, ist Spray Conditioner, pures Volumen von Balea. Sieht so aus. Ja, für auch ganz toll, hat einen tollen Geruch und hat auch den Haaren, muss ich mal sagen, nicht Volumen, aber Glanz verliehen, kann man so sagen. Und ja, fand ich toll. Ja, ich denke, was ich auch sehr, sehr toll fand, von Dove, Care Nährpflege, das ist die Haarkur. Fand ich auch super, super gut und ja. Da habe ich es gleich geschafft. Da habe ich was zu trinken leer gemacht von Krüger. Chai Latte Vanille Zimt. Sehr, sehr lecker. Habe ich noch von welche da und auch noch andere Sorten da. Ja, ganz, ganz lecker. Dann habe ich leer gemacht. Ach, das ist auch schon lange her, diese LE Forbidden Apple Cremedusche von Isana. Ja, war für mich ja ein ganz normales Duschgel, 300 ml. Wenn sie es wieder reinkriegen sollten, ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Wir haben es gleich geschafft. Das war wieder ein bisschen eklig. Der Rest ist nicht mehr auch nicht mehr rausgekommen. Das hat mir mal meine Nichte geschenkt von Cien Shower Cream Fruit. Genau. Sieht so aus. Fand ich sehr, sehr gut. Hat ganz tollen Geruch gehabt. Und ja, gibt es nicht mehr. Das würde ich mir bestimmt nachkaufen, denke ich mal. Dann habe ich auch gemacht eine Maske. Kokostraum von Chavins.
Hier fand ich sehr, sehr gut. Was ist das für eine? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, sieht was so aus. Oder? Das will ich mich auch mal dran angewöhnen, anders zu machen. Chai Latte, Kokosmandel habe ich hier auch noch mal was zum Trinken. Zwei Sachen noch, dann haben wir es geschafft. Genau, hier habe ich von der einen Maske noch, genau, Multi-Masking. Das war der andere Teil von der Maske. Dann meine beliebte Zahncreme von Blender, ist Blender Made Complete 7. Und als letztes von der Land de Olive Intensivcreme. Die finde ich sehr, sehr gut. Die ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. Und ja, die hole ich mir immer bei Douglas. Und finde ich auch ganz, ganz toll. So, ihr Lieben, wir haben es mal wieder geschafft. Ja, ich hoffe, jetzt dauert es bis zu meinem nächsten Video nicht mehr so lange. Weil ich habe jetzt so einige auch Ideen, was ich noch so machen könnte. Und freut euch einfach auf die nächsten Videos. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.